Guten Morgen! Es geht los! Was? Geht! Ja, 7 Uhr. Ab rüber. Der Kaffee ist fertig. Sie kann jetzt schon jemand anrufen? Nee, sonst bin ich um 8 Uhr. Nee, ich würde auch um 5 Uhr. Der meint, das Ding hat eine zentrale Sekunde. Das ist Sprungdeckel-Taschenuhr. Hat eine zentrale Sekunde. Und auf der 6 aber auch nochmal so eine Scheibe. Und ich sag, naja, wenn eine Tenne Lange und Söhne ist und hat eine zentrale Sekunde und auf der 6 nochmal so, dann kaufe ich die halt so. Dann kaufe ich die blind. Für das Geld. Und weil das ist also so oder so ist das. Wow, mit UFO oder was? Ist das ein Raumschiff? Ja. Und guck dir mal diese Spannung in der Galaxie an. Das sieht halt die Erde. Das sieht man. Zeig mal, ich will die Erde sehen. Australien ist auf alle Fälle immer präsent. Die Erde ist ganz unten. Die kann ich auch nicht besser machen, die Erde, super. Die Spalten sind wollen zeigen. Auf alle Fälle erkannt. Also ich weiß ja, dass die Galaxie ein bisschen so lila ist und ein bisschen so blauig ist und ganz kleine Sterne hat. Blauig? Hier so, ein bisschen blau. Das räumliche Malen. Hier ist auch schön. Das ist ein bisschen abgeschickt. Eins für Papa, eins für Mama. Mhm. Oh, der Käseplanet. Nein! Nee, was ist das? Das ist auch der Mond. Ach so, das ist nur der Mond bei dunkel, das ist der Mond bei hell. Ja. Sozusagen. Sorry. Papa, welches Bild willst du denn haben? Ich glaube, du hast ja schon eins verschenkt. Ich glaube, wir heben beide auf. Ich behalte das hier. Gut. Mama hat sowieso das hier besser gefallen. Mir gefallen beide. Ich habe mehr Planeten, Sterne. Ich male das noch etwas dazu. Das ist ja noch nicht alles auf Mamas Blatt. So. Das ist ja noch nicht fertig. Doch, das ist fertig. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Papa will nur nicht, dass ich noch mehr Planeten kriege. Die musst du eh mal nicht. Du musst die wegmachen. Du musst die einsortieren. Hab Hunger. Ja, ich gehe gleich Brötchen holen. Ja, wo sind denn die Brötchen? Die essen nicht die Arsch da. Der Bruder ist ein Elefant, den finde ich wirklich interessant. Ein Bruder! Nein, Bruder. Ich mache schon 2 Aufgaben. Bruder, Brötchen. Versorgen und Brötchen. So, Tommy ist wieder hier. Tommy ist wieder da. Wir sind nach Haus und gucken zum Fenster raus. Haben wir irgendwie noch einen Kaffee oder so? Nee, Stör für mich? Aber ich hab, ja gerne. Ich hab halt bezahlt. Ja. 15 für die Rosenthal. Dann habe ich noch ein paar Fahrradbremsen gekauft, 2 Stück. Und also ich habe kaum Geld ausgegeben da, das war alles lächerlich. Was war das für eine Uhr? Dann habe ich einen Aschenbecher gekauft und 2 Rosenthal Studio und das Bild. geklemmt. Aber wie die gehandelt werden, weiß ich nicht. Achso, wegen dieser scheiß Uhr wollte ich da nochmal gucken. Na, wie war's? Gut. Oh Gott, was ist denn hier? Das hat in der Müll gekippt. Ja, ja, da waren ja keine drin in dem Ding. Doch, hier vorne. War voll. Echt? Ja. Dann hat der getauscht am Wochenende. Gibt's ja nicht. Na Wolfgang, hilfst du fleißig? Was? Da versteht er wieder nicht. Ja, ob du fleißig hilfst? Naja, ich wollte mit dem Bus. Ja, nee, aber so. Ja, was denn nun? Ich wollte mal kurz vorbeikommen. Und, ja, der Schrauber von der Konkurrenz war vorhin da und wollte was von dir. Was hat er nicht gesagt? Ist dann gleich wieder hier. Ja. Der Schrauber von der Konkurrenz. Es gibt ja keine Konkurrenz hier. Konkurrenzlos. Und bis unter die Wolle, der wollte erstmal das, da wollte ich das sagen. Und oder der Tischler, ja, der ist am Krankenhaus, weißt du, ja? Nee, woher denn? Ja, klar, ja. Und wer gestern der Markus erzählt. Warte mal. Nee, und ich muss sagen, hat mir Markus gestern erzählt, kurz. Und ja, Markus, der muss auch noch kommen. Der hat noch zwei Räder hier, der muss ja mal abholen. Und hat mir ja gesagt, das hat er vergessen. Ja. Konnte gestern kommen, auf den Feiertag. Der wollte auf den Feiertag zu mir? Sie, ja, klar. Und immer vor der Tür stand, hat er mich mitgekriegt, weil ich gesagt habe, guten Morgen. Und dann kam die mit dem Auto da an, hat er rübergenommen, langsam. Schlüsselbeinbruch, Lunge gequetscht und die Hundertschüttung oder irgendwas. Der ist ja jeden Baum gefahren mit Fahrrad, irgendwo in der Wachei oder irgendwo was. Scheiße, Wolfgang, du kommst mit Neuigkeiten. Jeden Tag ist hier irgendein Toter bei dir zu verzeichnen. Ja. Und das ist ja schlimmer wie die Bildzeitung. Ja, echt, du bist die Bildzeitung. Ja, auf der Intensivstation, sagt der Nora zu mir. Ja, auf der Intensivstation? Gerade der seriöse Elster war jetzt. Ja. Oh Gott, jetzt noch Stopp. Noch schlechte Nachrichten. Wieso, wer noch? Na, du, reicht doch. Eine nach dem anderen. Ja. Da hatte ich gestern Abend mal kurz, der Restaurant, wollte ich mal fragen, der macht immer aus jeder Sache eine große Schlagaktion. Ja, du machst eine große Schlagzeile draus immer. Naja, nee, also, ganz, für mich war alles wichtig, aber er wollte das alle in der Hand drücken, also nach diesem Mal hätte kriegst du nicht. Ja. Hier das Schloss, was ich vertickt habe. Okay, siehst du? Kommst du mal mit und ich schnapp mir Anouk rum. Die sitzt den ganzen Tag nur rum zu Hause. Ja, was willst du machen bei so einem Wetter auch? Ja. Und dann fahr ich nochmal hin. Scheiß drauf. Ich zieh jetzt nochmal schnell die Schuhe an. Bei Claudia, glaube ich, steht das Auto. Hier. Ich kann kein Auto fahren. Achso, ich dachte, du fährst vor. Nee, dann gehen wir zusammen. Okay, bis später, ja. Dann später. Gut, was soll ich zu ihm heute den Tag sagen? Also, wir waren jetzt gerade in Basdorf und haben eine Uhr gekauft. Tja, mehr kann man dazu nicht sagen. Der Tag ist fast um, es ist 16 Uhr. Wir sind auf dem Rückweg. Nuki war dabei. Und es war kalt. Ja, du hast keine Jacke an. Doch. Ja, aber die ist zu dünn. Ups, nicht Mann. Das ist halt zu dünn. Das geht so nicht. Ja, auf alle Fälle ist es eine schöne Uhr, ist eine lange Uhr. Ist keine Lange und Söhne. Also nicht aus der Lange und Söhne Zeit sozusagen. Es ist eine Uhr, die schon mit industriellem Werk. Original lange industrielle Werke. Und gefertigt ist, aber es ist eine seltene Uhr. Eine Lange und Söhne hätte ich mich natürlich mehr gefreut, also eine ältere Uhr sozusagen, weil die hätte ich dann behalten. Also die Taschenuhr ist jetzt eine Taschenuhr, die werde ich wohl weiterverkaufen müssen. Vier Kilometer sind wir in Berlin. Ja, so sieht's aus. Ich, jo. Jetzt müssen wir erstmal zurück. Hause ankommen und der Praktikant, der Joachim, der ist alleine im Laden heute den ganzen Tag. Das macht er ganz tapfer, ganz fein. Zwischendurch, ich war ja schon mal da, war alles gut. Heute ist allerdings auch nicht so viel zu tun. Also, es ist eine totale Erleichterung, auf alle Fälle. Wenn man jemanden hat, der einfach mal kurz im Laden ist und dann kommt man auch mal raus und kann auch mal andere Dinge machen. Das ist echt toll. Naja, jetzt kommen wir erstmal heil nach Hause und dann sehen wir uns da wieder. Alter Schwede, hier im Parkplatz zu finden, das ist ein Krampf hoch 1000. Ja, weil es gerade auch mag. Nimm den mit. Ja. Es ist gerade mal Katastrophe. Und jetzt bist Nimmst du die mit? Ja, mache ich. Ich muss die Kapuze aufsetzen. Gott sei Dank. Moin. Gehst du fremd? Ah. Hey, dude. Na, was für ein Tag und was für ein Wetterchen. Mann, das hat der Joachim ja gut gemacht hier im Laden. Stauniger Mensch, ey. Ich habe hier ein Laufrad bekommen. Mit einer schlackernden Dior-Narbe. Die schlackert schon so doll, da wird nichts mehr zu retten sein. Ist auch nicht mehr original. Hinten ist auch schon was anderes drin. Gucken wir mal. Gut, ich schraube die gleich mal auseinander hier, die Narbe. Und dann schauen wir uns die mal von innen an. Da wird wahrscheinlich, wie gesagt, nicht mehr so viel los sein mit dem Ding. Aber vorerst räume ich mal in der Kammer hier auf. Hier drüben, in der Kammer des Schreckens. Machen wir erstmal Licht an. Obwohl die Kammer des Schreckens mittlerweile auch gar nicht mehr so schrecklich aussieht. Hat sich auch schon viel gelichtet hier. Viel getan. Doch eine einwandfreie Felge. Doch richtig gut. Frühstück. Ja, tut mir leid. Ja, ist okay. Habe ich nicht so offen. Schirm gehabt. Ich bin nicht vom Fleisch gefallen. Was war denn mit dem Vorderrad los? War das platt außerdem? Oder? Ja, das war außerdem platt. Also eigentlich ging es ihm eher um den Platten, wa? Ja, es ging um beides. Ja, das hat er schon bemerkt. Ja. Mann, war das eine Fahrer, ey. Ja, bitte? Kommst rein. Das ist doch keine Kundschaft. Oh, Mini-Kundschaft. Die Micro-Machines sind da. Heute regnet es draußen? Das stimmt doch bestimmt nicht. Ja, aber das regnet so viel. Ach so. Ist nie so. Hat Mama euch alle runtergeschickt, na? Hallo. Alles gut? Ja. Ich hab das Rad mal gesichert, aber oben stehen lassen kannst du das nicht einfach. Das ist dir scheißegal. Na du. Haben die echte Befüllset mit weggeworfen? Die sind ja drauf. Ja, wa? Das kostet richtig Geld. Also naja, richtig nicht, aber ein bisschen was immer. Das ist alle Reglerabteilung. Ketten, neue Ketten. Mhm. Jetzt ist das Mitarbeiter. Ja. Aber lang genug sind sie noch. Das sind wahrscheinlich immer die Reste von den Rollen oder so. Die Eingangskette, das ist geil, vorgeschmiert alles. Das ist eine geile Quelle, der Typ. Ja. Der ist, aber wie gesagt, eigentlich ist es pervers, was die Leute wegwerfen. Ja. Gerade so eine großen Firmen, die ein bisschen in der Verantwortung stehen. Wenn du so als Privatperson mal so ein Ding rumliegen hast, schmeißt mal eine weg. Aber so eine große Firma, die schmeißen ja dann immer gleich 100 Stück weg. Mhm. Guck mal, nee, die sind alle Originallänge. Das sind die ohne Verpackung einfach. Die können die nicht mehr verkaufen, die liegen dann rum. Das ist irgendeine rechtliche Sache vielleicht. Bei ihm weiß ich, dass es auf keinen Fall nicht laut ist, das Institut. Er holt die da aus dem Staler-Container. Ja. Aus dem Müllcontainer von allen möglichen. Da sind ja meist sogar noch Staler-Dinger drauf. Bitte. Bitte? Ich musste bleiben. Bitte? Ich musste bleiben. Ah. Ja. Ich habe einen Charakter. Ja? Ich musste bleiben auf der Kopfnummer. Auf was? Auf Ihr Kopfnummer. Kaufen? Nee, kaufen machen wir nicht. Kein Ankauf. Leider nein. Ja? Bitte, viel Erfolg. Das ist die falsche Quelle. Wenn das von 100% geklaut ist, dann brauchen wir da ja nicht erst anfangen. Da muss ich auch manchmal zu Mika sagen. Nee, Mika, nicht. Der will immer, ja, ich kaufe das nicht. Nein, du kaufst das nicht. Aber wieso? Das möchte ich nicht. Das kannst du woanders machen, nicht hier. Ja, wie auch immer. Ach, da habe ich doch gleich wieder Energie. Ja, der Draht ist durch. Komplett. Wie verwunderlich. Da ist nichts mehr zu löten. Richtig schön ausgefahren. War die schöne Dior-Narbe terminiert? Komplett. Ich brauche doch immer Seehilfe. Die Seite ist ja noch. Das kann er vergessen. Müll. Wer will denn sowas? Alle. Fahren sie doch alle heute. Ich finde die Dinger voll abartig. Ach, ich glaube, er meinte den Pannenschutz da drin. Die will aber halten? Ja, ich denke mal schon. Das ist aber ruhig. Ja. Der ist nicht schneller. Kannst du mal schicken, sei noch nicht gut. Guck mal, nur einen Pannenschutz. Der hat sich verabschiedet. Der hat es hinter sich. Na ja, kannst du auch nicht. Außer, dass die Decke von innen auflöst. Oder ja, hier durchsteht. Ja. Das durchsteht. Ja. Felix. Also meist wenn er sagt, der kommt, kommt er auch noch, aber wahrscheinlich echt 5 vor oder so. Aber bei so einem Wetter muss das nicht mal sein. War jetzt noch was zu machen? Nee, was? Nee. Nö. Heute ist nicht zu schneiden. Aber war ja nicht hier. Kamera war nicht da. Unterwegs habe ich ohne langweilige Autofahrt brauche ich nie aufnehmen. Außer deinen anderen Wegen-Kameras laufen hier, dann siehst du mich hier ständig hin und her laufen. Zwischendurch mal Fahrrad schrauben. Nee, da ist jetzt keiner an. Ich will auch die ganze Scheiße eher raus haben, diesen ganzen Müll, den will ich nicht haben dazwischen. Welchen Müll meinst du denn? Ja, weiß ich nicht, ich habe ja kaum. Ich habe ja schon viel verkauft. Ich mag diese. Meintest du jetzt fahrradtechnisch oder den anderen Müll? Nee, das andere ist ja schön, das unterstreicht ja. Aber da ist auch ein bisschen Schrott mit bei. Klar, weil das Jahr ist wieder zu Ende und die Leute bomben mich halt zu. Darfst du auch nicht vergessen. Ich nehme natürlich viel an. Den habe ich zum Beispiel hier auf der Straße, wa? Ja. Gefunden. Nimm mit, komm, nimm mit. Der ist geil, der ist cool, weil da fällt nicht runter. Das ist ein geiler Tisch, der irgendwie. Der kann für Kleinteile. Sein. Für Kleinteile ideal. Aber so wie der eben noch hunderte andere Artikel oder Wolfgang kommt an. Und hier habt ihr was mitgebracht und schenkt mir dieses scheiß Portemonnaie gestern. Was dabei? Ja, was du denn an. Was ich sofort weiter. Weil ja, wenn, genau. Das sammelt sich an. So ist es die ganze Zeit. Ich hab da wieder Technik stehen, die wurde mir geschenkt. Und, was weiß ich, ich glaube, das habe ich geschenkt bekommen. Aber ich nach 10 Euro eben, keine Ahnung. Dieser DVD-Player da, dieser von Sony und so. Sagen, ja, das ist alles gut, das ist alles schön, das ist alles toll, aber ich kann das alles nicht gebrauchen, eigentlich. Aber ich sage erstmal nicht nein, weil daraus ergibt sich ja auch immer irgendwie eine Connection oder so. Was Carsten mir bringt, gut, das kaufe ich ja regelmäßig an und das ist ja auch in Ordnung. Das landet aber auch nicht im Laden. Und vielleicht landen davon 1% im Laden irgendwie als Deko. Ansonsten nicht. Das sind ja teure Zeug, aber viele bringen mir eben irgendeinen Müll. Hier willst du haben geschenkt, hier willst du haben geschenkt. Und dann sage ich immer nicht, nee. Dann sage ich immer, ja, das ist okay, danke, gerne. Und jetzt ist Ende des Jahres, jetzt siehst du, da gibt es der Laden, das ist scheißvoll. Und Anfang des Jahres, im Januar, mache ich immer, die erste Januarwoche, mache ich immer einen Trödel. Nämlich, da kommt alles raus und dann wird alles, was Trödel ist, kommt raus. Alles. Und dann wird alles verhökert. Und dann kommen auch die Leute und kaufen den gleichen Scheiß wieder, den sie mir mal geschenkt haben. Nee. Ich muss ja insgesamt 3 Monate Praktikum machen. Du machst am 1. März wieder auf. Am 1. März mache ich wieder auf? Ja, wenn ich am 1. März kommst Verlängerung hier. Ja, kannst du machen. Weil ich finde das echt cool hier. Das macht einfach nur Spaß. Das ist nicht so eine Riesenbude, wo du permanent Druck war. Mach, schneller. Ne, das kann hier auch schon mal so sein. Ja, aber das hast du jetzt nicht in diesem Monat. Du hast jetzt nicht jeden Tag Akkord. Ja, ja, das meine ich damit. Nee. Naja, Hauptsache du nimmst doch was mit für dich jetzt so aus der Zeit. Na, nützt ja auch nicht, wenn man, sagen wir mal, nur rumsitzt oder so. Ich meine, das haben wir jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Wir hatten ja auch mal 2, 3 Tage, die ein bisschen wenig waren. Oh, also, wenn aber zu tun ist ja immer gar nichts los wäre und es wären jetzt keine Mieträder mehr da, dann hast du da immer noch genügend Fahrräder, die mal ein bisschen Liebe gebrauchen können. Ja, eben. Deswegen ist immer was zu tun. Also da muss ich mir nur überhaupt ja keine Platte machen. Die Arbeit muss man sich tatsächlich hier zwar so ein bisschen selber suchen, denn, aber das findest du ja auch, ist ja noch zu machen. Okay. Er hat nur weniger Haare, ansonsten. Okay. Und die wollen halt beide mal Fahrräder gucken, weil Fahrräder. Der eine, also Thomas war Kurierfahrer und interessiert sich halt für Oldtimer. Arbeitet im Moment, macht sein Praktikum bei Kiwi. Und Goldi ist halt da in Weißensee in seinem Kiez und da bei dem Stevens Vertragshändler. Und die wollen halt beide mal gucken. Ich weiß zwar nicht, wann sie vorbeikommen, aber die kommen mit Sicherheit vorbei. Okay. Naja, wie gesagt, muss man mal sehen, wann sie mal Zeit haben. Kannst du so rumführen. Und ich werde jetzt, machen wir Feierabend. Und ich werde jetzt gleich das Ding einstellen. Ich werde die Uhr noch schön fotografieren, dafür brauche ich mein Foto. Dann machen wir jetzt Feierabend. Bis morgen. Ciao, ciao.